Die Tragödie in der Ostukraine, die Niederschlagung durch Kiew, fordert weitere zivile Opfer. Im August wäre er 30 geworden. Abscheuliche Menschen. Mach die Kamera aus. Sie sagte, schau, sie beginnen mit dem Beschuss. Ich sagte ihr, sie solle sofort in den Keller gehen. Sie nahm ihren Sohn, drehte sich um und das war der Moment, in dem die Granate traf. Sie war sofort tot. Diese Aufnahmen sind aus der ostukrainischen Stadt Slawiansk. So sieht es nach Wochen Artilleriebeschuss und Luftschlägen aus. Die ukrainischen Truppen beschießen die, die sie Terroristen nennen. Die letzten Opfer sind jedoch alles andere als das. Roman Kozarev berichtet. Eine Familie verlor zwei Mitglieder durch Mörserbeschuss. Die Granate landete direkt im Garten eines Wohnhauses. Die Frau beeilte sich, ihren Sohn zu packen, als sie Explosionen hörte. Und als sie ihn ergriff, wurde sie sofort getötet, während der 5 Jahre alte Junge multiple Kopfverletzungen erlitt und ins Krankenhaus gebracht wurde. Die Tochter war nicht in der Lage, das Leben des Kindes zu retten und der Junge starb während der Operation. Ärzte arbeiteten die ganze Nacht, um 30 Fragmente aus seinem Kopf zu entfernen. Der Vater sagt, der Beschuss kam von einem Ort, der bekannt ist als die Basis der ukrainischen Streitkräfte. In der Lugansk-Region kam eine weitere orthodoxe Kirche unter Feuer. Sie wurde teilweise zerstört. Der Beschuss dauert an, trotz Präsident Poroschenkos versprochenem Waffenstillstand unter dem neuen Friedensplan. Der 14-Punkte-Plan, die Gewalt zu beenden, wurde auch mit Wladimir Putin besprochen. Es war das zweite Mal innerhalb einer Woche, dass die beiden Führungskräfte wegen der Ukraine-Krise miteinander telefonierten. Putin hat ein weiteres Mal betont, der Waffenstillstand müsse in der Region umgesetzt werden. Ehemals wohlhabende Städte der Ostukraine sind nun wenig mehr als Geisterstädte. Zehntausende sind aus den Regionen geflohen. Die Gebliebenen leiden unter Wasser, Nahrung und Stromknappheit. An der russischen Grenze bilden sich lange Schlangen. Die Menschen beeilen sich, ihre Kinder in Sicherheit zu bringen. Es ist sehr beängstigend, Flugzeuge zu sehen. Immer wenn ich sie sah, rannte ich zu Mama und Papa. Panzer sind auch sehr beängstigend. Sie schossen mit Gewehren und Granaten auf uns. Wir versteckten uns neben einer Couch im Keller. Wir hatten sehr viel Angst. Es ist ein Schlachtfeld, ständiges Feuer. Meine Eltern verstecken sich im Keller. Wir sind dankbar, entkommen zu sein, denn lange hätten wir nicht durchgehalten. Ich verstehe nicht, warum sie das tun. Wir haben alles verloren. Als Radikale in meine Stadt kamen und auf Leute zu schießen begannen, mussten wir gehen. Am schlimmsten war es, als Bewaffnete zu unserem Haus kamen und nach dem Vermieter fragten. Ein paar Tage später sagte mir mein Sohn, dass sie den Vermieter erschossen haben.